Hallo Leute bei YouTube und willkommen zum zweiten Teil meines Update-Videos. Ich habe euch ja gesagt im ersten Teil, dass das ein bisschen zu viel gewesen wäre für eins. Und da ich ja meine Animationsfilme nochmal neu mir auf Blu-ray hole, habe ich mir jetzt folgende Blu-ray erst schon mal geholt wieder. Planet 51. Bei den Film brauche ich jetzt großartig nichts mehr sagen. Ist eben halt eine Animationscomedy, aber vom Feinsten. Dann habe ich mir die Blu-ray-Box geholt, Ice Age 1 bis 4, also sprich die Mammutbox. Leider hier mit FSK-Logo natürlich draufgedruckt und auch das, die Amarelle, die drin steckt. Ja, leider auch kein Wendecover, aber mein Gott, also kann man nicht meckern. Dann habe ich mir noch zwei Blu-rays geholt, die ich eigentlich schon auf DVD hatte, aber auf Blu-ray wirken die Welten besser. Es ist zum einen District 9. Brauche ich auch nicht mehr großartig was zu sagen. Da kommt ja jetzt demnächst der Film Elysium ins Kino von dem Regisseur. Und von Neil Blomkamp, genau. Und deswegen, also. Dann habe ich mir noch geholt in der Blu-ray 3D Edition oder Version. Entschuldigung. Einmal iRobot. Also iRobot 3D, ist eben halt die iRobot 3D und 2D Blu-ray drin. Ist aber die Amare im Schuhbar. Der Schuhbar ist Gott sei Dank nur ein FSK-Aufkleber. Aber die Amare Hülle hat natürlich leider wieder kein Wendecover. Dann habe ich noch neu bekommen Navy Seals mit Charlie Sheen und Michael Biehn. Finde ich einen recht gut gemachten Film, also muss ich ehrlich sagen, erinnert zwar natürlich, jetzt denkt man von wegen, ja gut, wenn man jetzt den Film sieht und man sieht später dann den Film, jetzt den ich ja auch habe, Act of Valor, kann man gut miteinander vergleichen irgendwie, aber der ist eben halt wirklich mit Schauspielern gemacht und der Act of Valor ist mit echten Navy Seals. Dann haben wir hier noch in der Special Edition Reservoir Dogs. Oder Reservoir Dogs, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht, von Quentin Tarantino. Finde ich auch, man merkt so natürlich sofort, das ist ein Quentin Tarantino-Film. Aber ich finde ihn wirklich gar nicht mal schlecht. Also ich habe von sehr vielen Bekannten gehört, oh, Reservoir Dogs, guck dir den bloß nicht an, der ist ja gequälte Scheiße. Und aber ich finde ihn wirklich gar nicht mal schlecht, also davon ab. Und ich meine sogar, dass Quentin Tarantino die Idee zu diesem Film gehabt hat, wo er sich diesen City of... Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall war das Cover Heart 2, der Hongkong-Film. Und ich meine, danach hat er dann diese Idee gehabt, so diesen Film zu machen. Aber wie gesagt, ich finde ihn gar nicht mal schlecht. Also, so, dann habe ich noch, das muss ich gerade mal gucken, wo haben wir sie denn beide? Da. Die halte ich jetzt mal beide hoch, weil das ist dann ein bisschen einfacher. Beide in den Uncut bzw. Unrated Version, The Hills Have Eyes 1 und 2. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen, richtig hart, auch richtig gute Horrorstreifen. Und wie gesagt, beide in den Uncut bzw. US-Version, Uncut-Version, aber das ist eben halt beides mal die Unrated. Und also schon sehr heavy, aber auch sehr gute Filme. So, dann hatte ich ja noch im ersten Update-Video hatte ich ja vorgestellt Red Dawn. Und hier kommt jetzt die Rote Flut, sprich eben halt auch Red Dawn. In der Erstauflage meine ich auch. Und ich finde ihn, ich muss ganz ehrlich sagen, das Remake ist natürlich, das Remake ist gut, aber das Original finde ich noch besser. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn er im Fernsehen kommt, wird er verrissen und ich weiß es nicht. Also, ich finde ihn jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch eben halt mit Patrick Swayze und Charlie Sheen. Wo auch Linda Gray, die spätere Tanzpartnerin von Patrick Swayze, drin mitspielt.
Und wer spielt denn noch drin? Thomas C. Howell, der ja bekannt geworden ist durch Hitcher, der Highway Killer. Also wie gesagt, finde ich wirklich nicht verkehrt. So, dann habe ich mir noch, weil ich ja meine Highlander, Highlander die ultimative, die komplette Saga-Box, habe ich ja weggegeben. Und da wollte ich mir ja die Einzeltitel nochmal holen, also sprich in den Two-Disc-Versionen bzw. Steelbook etc. Und da habe ich mir jetzt in der 2er-DVD-Version nochmal geholt, Highlander Endgame. Gut, brauche ich jetzt auch nicht mehr viel drüber zu sagen. Ich finde ihn einen der schwächeren Highlander-Teile. Aber jemals zur Komplizierung der Saga kann man es jetzt, sag ich mal, verschmerzen. So, dann habe ich mir noch neu geholt. In der Complete DVD-Video oder DVD-Video-Collection The True Justice Collection mit Steven Seagal. Ist aber dann die komplett Uncut-Box. Also es gibt ja, glaube ich, auch noch eine Kollektion, da fehlt eine DVD davon, weil die ab 18 ist. Und sie ist aber die komplette Serie. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so eine Filmserie fürs TV gewesen oder so in Amerika. Komplett enthalten. Und ich muss ehrlich sagen, also so schlecht, also ich finde sie jetzt wirklich gar nicht schlecht. Ist jemand Steven Seagal. Aber ich finde es wirklich jetzt ganz gut gemacht, auch gut gemacht, gut gelungen. Und ja, also wie gesagt, kann man sich wohl gut angucken, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. So, mal eben hinlegen. Dann habe ich mir noch neu geholt, welchen ich ja irgendwie Granate finde, den Film, aber noch nicht so ganz durchgestiegen bin. John Dies at the End im Mediabook, sprich ist die DVD und die Blu-ray drin. Wie gesagt, ich fand ihn wirklich geil. Ich finde ihn irgendwie Granate. Also seit Babahoetep, also vom Regisseur von Phantasm und Babahoetep ist der Film. Und Babahoetep fand ich schon Granate. Und der Film, der ist genauso durchgeknallt, aber auch super geil. Und wie gesagt, der Film ist wirklich sehenswert. Also ohne Flachs. So, und dann habe ich mir noch geholt, ich hoffe mal, ich werde es jetzt richtig aussprechen, Rurouni Kenshin. Das ist die Verfilmung eines bekannten Anime bzw. Manga. Wirklich gut gemacht und auch sehr guter, ich finde es ein sehr guter Samurai-Film. Gut, er ist jetzt teilweise ein bisschen in Länge gezogen. Gut, eine Laufzeit von 130 Minuten, das geht eigentlich noch. Aber so teilweise kann man sagen, hätte man es ein bisschen kürzer machen können. Aber wie gesagt, wirklich guter Samurai-Film. Und eben halt auch eine sehr gut gelungene Anime-Manga-Verfilmung. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, dann habe ich mir noch zwei geholt. Das sind noch die letzten für dieses Update-Video. Zum einen die Rocky Anthology Box, sprich sind enthalten Rocky 1 bis 5 und die Bonus-DVD zu Rocky, die damals in der Gold-Edition, glaube ich, Gold- und Special Edition-Edition drin ist oder drin war. Ist noch nie nagelneu eingeschweißt. Zu dem Film Rocky brauche ich jetzt großartig nicht mehr was zu sagen. Und wie gesagt, also die wollte ich mir ganz gerne mal holen, weil ich irgendwie bin ich. Ich habe letztens Rocky ein paar Filme wieder gesehen, da habe ich gedacht, komm, jetzt holst du da mal die komplette Rocky-Reihe. Womit ich dann jetzt auch zu der letzten DVD komme für dieses Update, und zwar Rocky Balboa. Gott sei Dank noch in der Erstauflage ohne FSK-Flatschen vorne. Zum Film brauche ich auch nicht großartig noch was sagen. Sylvester Stallone, wie er lebt und lebt. Und, also wie gesagt, super, super geil. Und, wie gesagt, kann man nicht jetzt so großartig was zu sagen. Ist eben halt ein Rocky-Film, ein Sylvester Stallone-Film. Also, wie gesagt, einfach nur sehr guter Film, sagen wir es mal so. Oder sehr gute Filme. So, das war dann mein, ich sag mal, Punkt 2 Video.
meiner DVD Blu-ray Sammlung beziehungsweise des Update Videos. Ja, demnächst werden natürlich wieder neue Update Videos folgen, Review Videos, Overview Videos natürlich und Unpacking. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, bis dann.